Na denn, also jetzt mal, wenn das x ganz blöd steht, dass ihr das sind eigentlich schon Bruchgleichungen, aber dazu dann hier, also da müsst ihr dann mal gucken, ich werde dann hier mal kurz verlinken, ne? Also hier in dem Feld, deswegen habe ich das hier so dunkel gelassen. Okay, was passiert hier in diesem Fall? Ich zeig mal, wie es gerne falsch gemacht wird. Och, sagen manche, Achtung, das ist jetzt falsch. Na, ist doch cool, durch 10. 10 muss ja weg, ne? Ja, schon. Hier steht ja 1 mal 10. Ja, gut. Also das steht zwar da. Und durch 10 würde ja helfen. Und jetzt kommt es falsch. Deswegen mache ich das erstmal rot und zeige es dann nochmal richtig. Ja, 5 durch 10 ist 5 Zehntel. Und das ist x. Nee, das ist nicht x. Das ist korrekterweise 10 durch 10 ergibt 1. 1 durch x. Jetzt steht das x aber immer noch unter dem Bruchstrich. Also bitte so nicht machen, dass... Da macht man, tut man sich nichts Gutes. Ich zeige dann vielleicht später nochmal einen Trick. Beziehungsweise in den Links hier sieht man ja immer wieder welche. Ich zeige mal, wie es normal ist und richtig geht. Ohne Farbe jetzt. Also, was stört? Es stört im Moment der Umstand, bevor überhaupt was stört, dass das x unterm Bruchstrich steht. Es steht durch x da und wir sagen einfach mal x. Es steht hier 5 mal x. Oder 5x. Und hier steht jetzt bloß noch 10. Weil sich die x gekürzt haben. Also hier stand ja x und hier oben auf dem Bruchstrich mal x, also kürzt sich das und deswegen steht die 10 jetzt alleine da. Na, jetzt ist es leicht, jetzt sage ich, okay, ich teile durch 5. Ich habe also eine Zeile mehr schreiben müssen, aber das ist nicht so gefährlich. Ob das stimmt, kann ich an folgendem ausprobieren. Ich mache eine Probe. Wie eine Probe gemacht wird, siehe Link. Also hier werde ich dann wieder mal kurz verlinken können. Probe heißt, ich nehme die originale Gleichung. 5 ist gleich 10 durch. Und jetzt Achtung, hier stand, x ist aber 2. Und das muss hier hin. Also jetzt setze ich praktisch, ich schreibe die Gleichung praktisch nur so ab und freue mich und sage, ist ja alles nicht schlimm. Aber statt des x schreibe ich jetzt das, was rausgekommen ist, nämlich die 2. Und wenn ich sage, 5 ist gleich 10 durch 2 und das stimmt, dann bin ich gut dabei. Das gleiche, auch hier. Jetzt, eigentlich ist es die gleiche Gleichung, ne? Jetzt steht das x auf der linken Seite. Trotzdem mal x, denn durch x stört. Das ist das Wichtigste, was stört. Dann steht die 10 alleine und hier steht 5 mal x. Und ich teile durch 5. 5 mal x habe ich gesagt. Hier dieses Pünktchen, das ist selten da. So, 10 durch 5 ist 2, ist gleich x. Leute, lasst das x auf der Seite stehen. So, nächster Fall. Ich mache es mal ausführlich und zeige da eine ganz schnelle Variante. Also, mal x stört ja, ne? 4 ist gleich 12 mal x. Mal gehört auf den Bruchstrich durch 7. So, jetzt sage ich, warte mal, damit der blöde Bruchstrich verschwindet, ich nehme mal 7, ne? Hier steht ja durch 7. Also mal 7. Dann steht hier 4 mal 7. Ich weiß, das ist 28, aber ich zeige gleich, weshalb das manchmal günstiger ist, das so stehen zu lassen. So, und jetzt steht hier bloß noch 12x. Ich teile durch 12 und sage, gut, 4 mal 7 durch 12 ist gleich x. Jetzt sieht man, dass man hier super die 4 und die 12 gut kürzen kann. Gut, wer 28 und 12 auch durch 4 kürzt, ist genauso gut dran. Aber manchmal lohnt sich das, also merkt euch das, das kann man hier in diesem Fall wunderbar lösen. Jetzt zeige ich mal, wie man das Ganze noch schneller machen kann, wenn man dann genug geübt hat. Also, jetzt geht's so los. Ich sage gut, mal x. Das ist mein erster Schritt, damit ich erstmal ärgerlos bin. Mal x heißt, hier aber bleibt die 1 stehen. Ist 4x durch 5. So. Und jetzt, statt dass ich jetzt sage, mich stört zuerst die 5 und dann die 4, sage ich, warte mal, das mache ich mit einem Schlag. Nämlich eigentlich müsste ich durch 4 Fünftel teilen, aber ich nehme mit dem Reziproken mal. Also, ich zeige es. Ich sage es Schritt für Schritt ein bisschen schneller. Durch 5 mal 5. Mal 4 stört durch 4. Merkt ihr was? Das ist 4 Fünftel reziprok und dann multipliziert. Statt dass ich schreibe durch 4 Fünftel, muss ich sowieso mit mal 5 Viertel mal nehmen und dann
habe ich das auf einen Schlag weg. So, jetzt steht hier 5 Viertel, ne? Einmal 5 Viertel ist so, ist gleich x. Hängen. Es geht noch schneller, und zwar sagt man dazu stürzen. Ich schreibe das mal in Grau, weil da muss man ein bisschen aufpassen. Stürzen kann man nicht immer. Komme ich später nochmal zu. Nochmal schnell abgeschrieben, 1 durch x ist gleich 4 Fünftel. Und jetzt sage ich, okay, stürzen. Stürzen heißt, beide Seiten umzudrehen. Jetzt steht hier x, Eintel. Eintel kann ich mir sparen. Und hier steht 5 Viertel. Fertig. In diesem Fall, ne? Ganz schnell. Naja, gut. Das funktioniert auch hier. Das sieht ein bisschen doof aus. Ich habe aber extra eine 1 genommen. Naja, ihr werdet es ja sehen. Wenn ich stürze, das mache ich jetzt aber nicht, dann würde es ganz schnell gehen. Aber jetzt mache ich das nicht. Achtung, mal x. Okay, jetzt steht hier x Hundertstel. Hier steht ja einmal x, ne? Das kann ich mir sparen. Und hier steht bloß noch eine 2. Mal 100. Warum? Ist klar, durch 100 stört. X ist gleich 200. Gut. Das Ganze geht auch in Physik, nehmen wir mal an, ich habe, oder in Mathe, das ist eine Proportionalität, ne? 24 Gramm entspricht 7 Kubikzentimeter. Oder man könnte sagen, die Dichte ist so, dass ich 24 Gramm auf 7 Kubikzentimeter habe. Meistens gibt man es anders an, dass man sagt, ich habe es auf 1 Kubikzentimeter, aber nehmen wir mal an, es steht halt so da und ich sage, was mache ich denn nun? Naja, dann was mache ich? Mal V. Ich weiß, stürzen geht noch schneller. Aber wir machen es Double-Double-Tour, damit es klappt. Mal V. Dann steht hier V mal 24 Gramm. Geteilt durch 7 Kubikzentimeter. Ist gleich 48 Gramm. So, und jetzt sage ich, okay, was stört mich noch? Mich stört durch 7 Kubikzentimeter. Also sage ich mal 7 Kubikzentimeter. Immer schöne Einheiten mitschreiben, dann kommt auch alles hinterher richtig raus. Das ist ja das Schicke. Und mich stört mal 24 Gramm, also durch 24 Gramm. Naja, jetzt steht V alleine. Und ich kann sogleich mit dem Taschenrechner arbeiten, wenn ich nicht hier, ich habe hier ein einfaches Zahlenbeispiel gewählt, kürzen könnte. Ich kürze jetzt mal in grün. Gramm und Gramm gehen beide durch Gramm. Also Gramm durch Gramm ist 1, Gramm durch Gramm ist 1. Die 1 können wir uns später sparen. 1 aber hinschreiben, ist wichtig. 24 und 48 gehen beide durch 24 zu teilen. Dann bleibt hier nur noch eine 2 übrig. Und was bleibt jetzt noch übrig? Die 7, die 2, die 1 kann ich mir schenken und das Kubikzentimeter. Ich habe also eine richtige Einheit raus. V ist gleich 2 mal 7, 14 Kubikzentimeter. Naja, also Leute, ich glaube, einfacher geht's nicht. Ich werde dann Folgendes machen, wenn ich das heute noch schaffe. Na, mal sehen, vielleicht geht's sogar gleich. Dann mache ich noch schnell ein Mini-Video mit Übungen. Am besten sogar mit den gleichen. Wer den gleichen Weg der Erkenntnis nochmal nachgeht, da ist es egal, ob es andere Zahlen sind, der kann es dann hinterher. Beim Gleichungenlösen geht es um ein Verfahren. Also, okay, gut, ich mache das Video dicht.